Mucke haben die Verrückten wieder bis zum Anschlag aufgedreht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich reinkomme. Ist die Tür da vorne auf? Hui, war eine schöne Baggerschaufel. Ah. Himmlische Ruhe hier im Lager. Schaut euch das mal an. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Lager findet. Das ist schon ziemlich groß und geil gemacht. Da muss man den Jungs hier von Ron und Ron eben auf die Schulter klopfen. Marco! Hier die Königin. Ich soll kommen, um Rons Büro zu spachteln. Hast du unter schon gesagt, Spachtel? Das sind wir wieder. Mirko! Was machst du denn hier? Was schreist du mich denn an? Ach, du kennst nach Hause. Ich bin gekommen, um Rons Büro zu spachteln. Was machst du Schönes? Amen. Ist das immer so, wenn es brennt, dann komm du und Paco, ne? Der brennt ja nicht. Ja, quasi. Nein, damit brennt das mal, nicht. Damit das immer fertig wird. Ja, das schon eher. Du bist auch vom Fach, ne? Wie Zeit, dass du wieder zu mir nach Hause kommst, was machst. Ja, bau mal. Fang mal an. Ja, wir machen alles schick hier. Bist du im Stress oder nicht? Du, wir haben die Stress. Doch nicht mehr, Ron. Wir sind dann hier im Büro. Ja, die haben Stress. Ja. Ihr habt hier natürlich nicht so einen Stress wie die im Büro, ne? Ach, Quatsch. Wir haben auch wieder Ruhe. Wenn keiner hier so eine Baustellerie war, Transport oder so, das kannst du vergessen. Ihr müsst jetzt wieder alles retten, oder was? Da ist nichts zu retten. Da ist nichts zu retten, ne? Ich war noch nicht mal einmal draußen im Bad Harzburg. Weil bis 21 Uhr jeden Tag musst du da arbeiten. Das stimmt, ich war im Harz, ne? Ja. Hast du, was ist da los? LKW-Führerschein gemacht. Ne, ich muss erstmal ein bisschen Masse lernen und dann kommen die Muskeln. Kennst du das, ne? Ja. So, was ist jetzt, warum müsst ihr jetzt hier beim Neubau arbeiten, damit es fertig wird? Sollte das fertig sein, schnell und vernünftig eigentlich. Ron wollte hübsch haben. Also deswegen dann kommt ihr beide, ne? Ja, kennst du bei Paco? Kleiner Zwischenstand. Ui, Ronny, du, das wird aber schick hier. Ui, guck doch mal an, dann hab ich nicht mal zu Hause sowas. Ronns Büro. Ui, schön mit Terrasse. Wa? Herrlich. Ich glaube, das ist Ronns Büro. Kann sein, dass ich mich irre, liebe Leute. Aber das wird hier ganz interessant. Das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn der Neubau fertig ist, das Büro, dass die Videos sich auch verändern werden. Ne? Da könnt ihr wirklich drauf gespannt sein. Da werde ich schon was Schickes zaubern. Aber das hier. Ui, ein Raum. So, ich marschiere zurück ins Büro. Gucken, was da abgeht. Bis gleich. Moin, Jungs. Na, Nico, leben noch frisch? Ja. Mal schön an Pause machen, wa? Nee, ich habe gerade eine Hiobsbotschaft bekommen. Ja, Kaffee oder was? Kaffee? Nee, die haben bei unserem Neubau Scheiße gebaut. Wer? Nee, egal. Ich hau hier keine in die Pfanne. Ich habe Ron das noch nicht erzählt. Und dann gehst du nämlich gleich wieder, ich weiß das. Ja, mach ich jetzt. Ja, siehst du. Nico hat mir gerade erzählt, da wurde Scheiße gebaut auf dem Bau und hat es dir noch nicht erzählt. Weißt du was? Was denn? Ich weiß auch gar nicht, wozu ich hier ein Fachpersonal habe, was ich teuer bezahle. Dann wird das alles geheim gehalten, weil sie genau wissen, dass sie Scheiße gemacht haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, hat er nicht gesagt. Nico! Weißt du, ich hab doch heute Morgen mit Udo noch drüber, ne? Du bist auch richtig einer, du kommst in die Tür und du verbreitest erstmal Unheil, ne? Du hetzt jeden gegen jeden auf, ne? Nein, so, damit ja Terz ist, ne? Damit man ausrastet, damit du wieder Quote hast für die Kamera. Ja, aber du wärst ja sowieso ausgerastet, ob ich hier wäre oder nicht. Nico. Wieso bin ich denn ausgerastet? Was ist denn schon wieder? Nico! Nico! Ist Mirko von der Landleiter gefallen oder was? Nee, oder er hat Paco? Gesagt, da wurde irgendwie ein Baufehler oder so. Oh, Baufehler? Ich glaube, er hat Baufehler gesagt. Was denn für ein Baufehler? Ja, das hörst du ja jetzt. Ich da vorstellt, dann weiß ich wohl. Hier gibt es keinen Baufehler. Baufehler gibt es hier nicht. Was ist denn schon wieder? Nix, alles gut. Sag es. Was hast du ihm erzählt? Nix habe ich ihm erzählt, nur dass du gesagt hast, dass er Hiobsbotschaft. Ganz ehrlich? Der war gerade bei mir, alles tutti. Machen wir so, wenn die Monteure Urlaub haben, dass wir nach und nach. Ja, ohne Probleme. Freitags läuft immer Mercedes. Kriegst du uns lang, Nico? Sag mal. Also nur beim besten Willen, ne?
Wie kriege ich sowas hin? Beim allerbesten Willen. Das soll mir mal einer erzählen. Aber es ist genauso wie die Hallenwand. Das kriegt auch keiner hin. Sondern nur die. Waren die das auch ja? Er hat mir gerade geschickt. Er selber. Ja, und nun? Ich fahr doch Mittag hin. Ja, oder? Ein Sektionaltor kann man ja vielleicht eine Sektion tauschen. Gut, bezahlt werden muss es auch, ne? Es kann nicht wahr sein. Ich, ganz ehrlich, was ist mit denen eigentlich los? Entweder trinken die zu viel oder zu wenig? Kann ich das reparieren, Nico? Ja, du kannst das gerade besonders reparieren. Du kannst das ich habe Paco gerade gefragt, ob ich dein Büro spachteln darf. Haben sie schnell die Spachtelutensilien versteckt? Ja, aber das ist ja, das geht ja gar nicht mal darum, dass du das spachtelst, sondern die Utensilien finden wir dann ja nicht wieder. Oder sie sind wie Excalibur im Eimer und du kriegst sie wieder nicht rausgezogen, weil du alles hart werden lässt. Und das Spachtelgeschirr, ne? Du pumpst den ganzen Eimer in der Hand, 37 Kilo Spachtelmasse dran, ne? Und dann für eine Wand. Ja, Friedlein im Ecke, ne? Das ist ja auch was, ne? Gallo hat letzte Woche Donnerstag oder Mittwoch Spachtelgeschirr für unseren Lehrling, weil er ja Prüfung hat, ja, rausgesucht. Carsten direkt. Der hat Wilke mitgenommen, der klaut hier immer. Also wenn das so weitergeht, geht ja, wenn das so weitergeht, nee. Einzug in den neuen Palast. Ich könnte auch durchdrehen, weißt du, Leute. Ich könnte mich durchdrehen. Der neue Palast ist ja wieder abrissreif, das Ding. Wenn die da fertig sind. Und brüsten sich noch. Stehen ja noch und laufen so im Bau alle. Die geilsten, ja, da. Du hast doch immer was zu meckern. Ja, wie, wenn ich was in Auftrag gebe, was viel Geld kostet, kann man noch meckern. Und das kostet alles viel Geld, eben. Und ich will ja gar nicht meckern, ich will ja meine Ruhe haben, ich will es aber vernünftig haben. Und die bauen dann nur eine Scheiße. Was wolltest du jetzt gerade schon wieder sagen, hätte ich es auch selber machen können? Dann hättest du auch selber machen können. Dann will das auch vernünftig. Ja, das will ich auch. Und hätte eine Menge Geld gespart, obwohl meine Zeit, die kann ich ja gar nicht bezahlen, ne? Guck mal, ich muss jetzt wieder Arbeitsschuhe bestellen. Was hast du für einen Stundenlohn, wenn du selber nochmal auf den Bau gehst? Ja, das erzähle ich jetzt auch vor Kamera. Also du selber, wenn du höchstpersönlich auf die Baustelle 500 Euro die Stunde, kommst du damit hin? Weißt du was, ich mach die Spielchen nicht mehr mit. Ich mach deine Spielchen, ne? Ich mach die nicht mehr mit. Du willst uns jedes Mal rein, ist so in die Scheiße. Nein, wenn weißt du, du jedes Mal, du lockst das raus. Ja, das kann ich dir ja sagen, wenn die Kamera aus ist. Problem ist, du gehst ja nicht auf die Baustelle. Das kommt drauf an mit der Stunde. Und ohne Hose mach ich das auch noch. Du für AAA-Kunden bin ich auch nicht bezahlt. Triple A. Ja, dann mach ich das. Du, AAA-Kunden, dann machen wir das doch glatt. Das ist doch überhaupt gar kein Thema. Ich muss schon wieder Arbeitsschuhe. Wann warst du das letzte Mal reell auf der Baustelle? 420 Euro kosten. Was willst du von mir? Wann warst du reell das letzte Mal so, wo du noch wirklich jeden Tag auf der Baustelle gegangen bist? 10 Jahre her? 15 Jahre? Ich bin auch schon ein bisschen hin, ne? Da wird alle grauer. Na, wie lange ist das her? 10, 15 Jahre, wo du noch täglich auf dem Bau... Du warst ja irgendwann im Büro, aber davor warst du ja selber auf dem Bau. Ach, stell dir vor, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Aber so gehört sich das ja auch, bevor man sich nämlich ins Büro setzt, nicht hier rumlernen und dann von der Schule ins Büro und keine Ahnung haben. Das geht nämlich nicht. Du musst ja draußen was gemacht haben. Hier mit Power und Power. Ne, nützt dir nur alles nichts, damit du auch weißt, was du überhaupt machst. Weil das nützt mir nichts, wenn ich mir einen herhole und ihm mal so alles erklären muss, was da überhaupt zu machen ist. Dann kann ich das gleich selber machen und mir die Kohle sparen. Und davon in den Urlaub fahren und mir einen Porsche kaufen, was weiß ich was nicht. So wie Björn. Der fällt übrigens übermorgen in Urlaub, ne? Du hast ja auch meinen Firmenwagen gesehen und den von Björn. Ja. Irgendwann läuft die falsch, da bin ich nur bescheuert. Ja. Dein Firmenwagen? Mein Firmenwagen? Mercedes-Titan-Kasten? Ne? Und Björn sein, da wollen wir nicht drüber. Was ist das für einer? Das ist ein X3M Competition. Wie viel PS? 510. Den brauchen wir einen Haus als Bauleiter, damit du schnell mal A nach B kommst und das ganze Elend retten. Oder schnell nach Hause. Aber immer langsam zur Arbeit. Langsam zur Arbeit. Er braucht morgens aber 20 Minuten, wenn er abends nach Hause nur 7. Oh Mann, ey. Die Welt ist traurig. Warenkorb anzeigen. Willst du mir den Warenkorb? Ich könnte wieder durchgehen. Die Schuhe kosten ein Geld. Engelbert Strauß oder was? Ja. Junge, drei Paar Schuhe, stell dir mal vor, 43 kosten 305 Euro ohne Steuer. Wirklich, ich habe ein neues Schild. Was ist für ein Schild? Ja, mit den Ereignissen, die sich hier jetzt zugetragen haben. Ja. Ja, das kommt jetzt weg. Film das mal kurz. Das hier? Ja, das kommt weg. Ist soweit oder was? Ist soweit jetzt, ja. Ist ja so schlimm wie der hier. Oh Gott.
Ich hab den Goldfisch hier unten schon gesehen, ey. Tut mir leid. Ist der so schlimm mittlerweile? Ja. Ja? Ja. Aber der hat heute seinen letzten Tag. Mhm. Wenn er wiederkommt, ist der da ganz hinten weg. Wenn der wiederkommt, dann bin ich weg. Du kannst jetzt... Wollen wir auch einen Urlaubscountdown machen jetzt, ja, für mich? Guck mal, ich mach jetzt auch ein Kreuz im Kalender. Ja. 7. August bist du weg. Wo bist du denn? Skifahren? Sag das nicht so laut, Ron darf das nicht wissen. Wo bist du denn dann? Hallo Peter. Das sag ich nicht. Warum? Ich weiß ja, was du bei ihm gerade abziehst mit deiner Zeitung und so. Schade. Sagen wir mal, ganz in der Nähe von Björn. Also dann ja nicht mehr, aber... Griechenland. Ich finde dich. Ja? Ja. Ich habe nicht bei Schau ins Land gebucht. Ich finde dich trotzdem. Auch nicht schlimm. Mir macht das nichts, also kannst du ruhig mitfahren. Okay. Hi Björn. Ach, warte mal, da ist noch gerade jemand hinter mir, der einen Einlauf von mir kriegt. Erstmal das Bild flackert im Hintergrund. Es tut mir leid, aber jetzt... Aber das ist auch ein bisschen... Das ist Björns Licht. Björns Licht ist das, liebe Leute. Guck mal, wie das hier flackert im Hintergrund. Das ist unfassbar. Nein, ich habe da keinen Bock mehr drauf, bei Björn zu filmen. Das ist ein Zumutung. Geh mal ein Stück zurück, bitte. Guck mal jetzt. Hier. Licht ist in Ordnung. Wie ist der mir? Ja, super, ganz richtig gut und so. Ja? Ja, ich bin in Urlaubsstimmung. Ja! Oha. Was hat er? Soll ich kommen? Guck mal, das ist Marcel. Klingt komisch, ist aber so. Hallo Marcel. Was hast du? Hey, guck mal. Du willst schöne Sachen machen.